Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in einen neuen Saisonmonat mit unserem Magier-Deck. Und müssen wir uns jetzt langsam wieder hochkämpfen. Das ist leider so. Man kann es ja auch nicht ändern. So, und wir bekommen als Gegner. Irgendwie scheint es halt ein bisschen zum Spinnen. Sieht so aus. Irgendwas blitzt da ganz komisch. Ich muss es mal nachher nochmal neu starten. Jaina gegen Rexha. Die schönsten Tierzaubereien. Lass die Jagd beginnen. Das ist natürlich immer schön. Wir lassen die beiden mal drin, aber ich möchte noch irgendwas Kleineres rein. Vielleicht ein Feendrache oder sowas. Nein, ja, das ist natürlich blöd. Okay, der Seher bringt gar nichts. Jetzt am Anfang. Gut, ein Yeti bringt uns nichts. Schauen wir, was er macht. So, komm. Spiel was. So arg wird die Überlegung bei 1 doch nicht sein. Dankeschön. So, wir können noch nichts machen. Deswegen ein Schaden direkt auf ihn drauf. Und er spielt. Was macht er? Na komm, sei lieb. Jetzt müsste eigentlich irgendein Kroko oder irgendwas Kleines zumindest mal von ihm kommen. Nein, er macht lieber nur einen zuverlässigen Schuss, das ist schön. So, und hier komm, kannst du eh nichts mehr machen, dann gib ab. Oh, wie ich das liebe, wenn sie so auf Zeit spielen, das ist, ich weiß auch nicht. Was soll man da dagegen machen, das ist, ja. Dankeschön. So, wir haben dann unseren Sechser gleich bekommen. Ah, jetzt kommt er. Hallo. So, vielleicht ist er ja jetzt mal endlich aufgewacht. Und wird uns jetzt hier auch mal ein bisschen. So, komm, ein kleines Fass vielleicht. Hast du sowas in der Hand? Na? Ah, die Entscheidungen sind so. Ich frage mich, ob. Ja, ich nehme nochmal einen Schluck hier, solange du überlegst. Also wenn er jetzt bei dem einen Mana jetzt. Ja, danke schön. So, wir spielen ihn. Sie bringt uns gerade gar nichts. Weil, ja, sie wäre halt eben wirklich ein Hundefutter. Wenn er die Hunde spielen würde. Ich meine, wir können sie zwar zweimal einsetzen, aber man kann sie halt so schlecht buffen und alles, deswegen. Ja, lässt man sie lieber mal weg. So, wir sind Runde 4, noch 2 Runden bis zur Hundegefahr. Ich frage mich, ob. Und er spielt verwundernderweise, spielt er jetzt schon den Adler. Und wird doch wohl jetzt kein Lassi. Er wird. Also das ist natürlich selten dämlich, weil beide machen halt eben einen Schaden und ich kann alle drei jetzt in dieser Runde aufräumen. Also das war selten dämlich. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Gut, dann räumen wir erstmal auf, einmal die Karte weg. Also wenn es nur zum Kartenziehen war, dann muss ich sagen, das hätte er wirklich auch billiger haben können. So, wir haben noch 3. Und spielen, ja, hier den Dreier, komm. Das war's. So, schauen wir mal, was kommt. Wenn er jetzt eine Sprengfalle natürlich machen würde. Ja, aber die hat er wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. Es scheint ein ziemlicher Anfänger zu sein. So von der Art und Weise her, wie lange er wartet und wie er jetzt spielt. Ja, schauen wir mal.
Also wegen 2 lass die Hunde los. Das würde ich höchstens am Anfang, am Schluss, kurz bevor ich am Abnippeln bin und noch schnell irgendwie meine mächtigen Karten brauche, aber nicht jetzt am Anfang. Wir haben jetzt schon mal hier eine breite Front. Wir können uns wehren gegen die Sprengfalle. Wir haben den Yeti als einen der stärksten Karten. Und nochmal verwundenswerterweise ein Bussard. Er wird doch jetzt nicht das zweite. Oh, das tut echt weh. Das tut echt weh. Euch geht mit allem einfach direkt auf uns los. Das ist, ja. Da weiß ich echt nicht, was ich sagen soll. Also das ist, ja. Das ist echt strange. Naja, jetzt haben wir zumindest mal keine Gefahr mehr, dass ein Lasti Hunde loskommt. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen lockerer spielen. Wir spielen einmal auf ihn. Einmal. Nochmal. Und auch hier. Hätten jetzt noch 4 im Angebot und können jetzt locker alles rausspielen, was wir wollen. Das Licht beschützt. Weil wir ja wissen, jetzt kommt keine großartige Gefahr mehr von ihm. Meine Hand ist zu voll. So. Wie kann er nur? Das ist. Oh, das tut weh. Das ist. Ich. Oh. Das sind verschwendete Hunde. Das. Ich frage geht nicht. Mich, ob. Jetzt kommen die Kleinen. Sowas hätte er halt vorher spielen können. Ich meine, aber den kann ich jetzt natürlich wunderschön mit ihm hier ausschalten. Und ja, ich hätte sogar hier auch noch einen 2-2er am liegen. Also es ist, ja, verwundernswert. Ich frage mich, ob ich lass die Hunde los. Okay, er bufft ihn auf 4. Was soll's? Vielleicht kriegen wir jetzt unseren schwarzen Ritter. Nein, bekommen wir nicht. Macht nichts. Wir haben hier noch immer unseren Yeti. So, einmal. Den hier nehmen wir mit dem und dem weg. So. Und um ihn ziemlich zum Ärgern spielen wir die zwischen die beide. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Damit sollten wir, selbst wenn er jetzt irgendwelche Tierchen ausspielt oder einen Leroy oder irgendwas macht, hätten wir immer noch genügend Platz hier. So. Reicht mir. Nochmal einen Schluck. Ja, ich glaube, ich habe schon einen Titel, wie ich das dieses Spiel jetzt nennen wird. Also. Och komm, spiel bitte. Ich weiß nicht, habt ihr auch sowas, wenn die Gegner einfach wirklich, ich weiß nicht, bitte. Er hat ja einen Waldwolf gehabt. Das zusammen mit dem Lass die Hunde los wäre optimal gewesen. Warum spielt er sowas nicht? Gut, man kann niemand zu seinem Glück zwingen. Okay, ein Jägergeheimnis. So, also. Der muss weg. Zack. Er könnte hier eine Sprengfalle drauf haben. Deswegen spiele ich als erstes ihn auf ihn. Da kommt Geheimnis. Und er hat eine Schlangenfalle. Ja, sehr schön. Da haben wir auch noch ein bisschen was im Angebot. So.
Und die anderen Jungs. Was glaubst du so? Zwingen wir jetzt. Also die auf jeden Fall ins Gesicht. Und sie darf noch einen abräumen, eine Schlange. Das war's. So. Mal schauen, wie katastrophenschlimm es weitergeht. Okay, er nimmt uns beide Schilde weg. Er macht nochmal einen Zweierschuss auf was? Okay, ich hätte vielleicht den hier weggenommen. Aber klar, kann man auszuspielen. Was kommt noch? Hat er noch was? Okay, auch noch keine großartige Gefahr. Und kommt noch irgendwas Großes, Schönes. So, komm. Er macht ein Geheimnis. Das könnte natürlich eine Springfalle jetzt werden. So. Dann testen wir ihn erstmal. Ah, da haben wir was. Okay. Eine Irreführung hat er gespielt. Das ist schön. Das heißt, jetzt kommt eigentlich nicht mehr großartig was. Zwei. Meine Augen. Bitten wir ihn offen. Noch, uns ein bisschen zum Heilen. Hier noch ein Us. Und nächste Runde können wir beenden. Zusammen mit unserem Feuerball. Wenn er ihn nicht wegnimmt, aber wir haben auch noch 6 weitere, also es müsste, nächste Runde müsste jetzt zu Ende sein. Schauen wir, was er macht. Er probiert ein bisschen aufzuräumen, können auch 2 wegräumen. Und spielt einen, okay, spielt nochmal ein Geheimnis, noch 2 Geheimnisse, okay. Gut. Wir gehen mit ihm drauf, schauen, was es für ein Geheimnis ist. Okay, ein 2er Schaden. Macht uns also überhaupt nicht. So, nochmal drauf. Zack. Ich zerschmettern! Und jetzt noch ein Feuerball direkt ins Gesicht. So, was lange wert wird, endlich war. 12 Minuten haben wir für den jetzt gebraucht. Das ist unglaublich, ja. Aber wir hoffen, dass es mit dem höheren Level angenehmer wird. Bei ihm war es jetzt wirklich ein bisschen lästig, weil da irgendwie nichts kam. Ich danke euch aber trotzdem vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde auch wieder mit dem Magier. Bis dann, ciao, ciao.